Juhu! Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist Life is Strange mein Lieblingsspiel. Lieblingsspiel! Und da das letzte Mal der Persönlichkeitstest in Life is Strange so gut angekommen ist, zerfetzen wir heute die schlechten Amazon-Rezensionen. Halt das nicht mal so hoch, Leute! Ich hab mir viel mehr erwartet. Die Story hat nichts Besonderes. Wer hat zu viel kieft? Wer zu viel hat, der kifft. Ach, Leute, die zu viel kiffen, machen solche Storys. Keine deutsche Übersetzung. Oh mein Gott, dann lern doch einfach Englisch. Außerdem wusstest du das vorher, als du dieses Spiel gekauft hast, bist du eigentlich blöder. Das Spiel ist so dermaßen langweilig. Man läuft im Schneckentempo durch die Welt. Es geht um Atmosphäre. Ab zu eBay damit. Oh mein Gott, ich kaufe es sofort und schenke es irgendwie. Diese Diskussion darunter. Dann hat wohl jemand nicht gewusst, dass es auch Spiele abseits von COD, LOL, Dota und Battlefield gibt. Hä, wie die alle von COD labern, obwohl der Typ überhaupt nicht gesagt hat, dass er COD mag. Erstmal sein Profil stalken, ob der sich vielleicht COD kauft. Nein, er kauft offensichtlich eine Gelenklagerplatte und ein Navigationssystem. Aber guck mal, der ist insgesamt voll der Hater. Der hat doch voll das Navi gehatet. Nee, mit dem kann ich echt nicht ernst nehmen. Lächerlich! Es gibt keine deutsche Synchronisation. Bist du irgendwie blöder? Das Spiel ist damit für den Popo. Also habe nach Episode 2 aufgehört. Oh, hör mal, danach fängt erst die richtig geile Scheiße an. Erst da kommt die Lesben-Action. Oh mein Gott, die Deutschen bleiben mehr und mehr auf der Strecke. Der Typ klingt echt nach einem AfD-Wähler oder irgendeinem 80-jährigen Rentner. Will die immer rumheulen. Vor allem kaufen die das Spiel dann auch noch und merken es irgendwie dann nicht. Das Spiel ist einfach langweilig, aber perfekt für Feministen. What? Ich hasse diese Leute, die Feminismus immer als was Schlechtes sehen, weil es das einfach nicht ist und sie einfach den Sinn davon nicht in ihren Kopf kriegen. Selbst deine Wahl fürs Ende, sie traurig oder trauriger. Okay, ist irgendwie vielleicht wahr. Entweder du tötest eine ganze fucking Stadt. Oder dein B. The story is perfect for a teenage girl. I'm not a teenage girl. Man spielt als irgend so eine langweilige, flachbrüstige Frau namens Max. Oh mein Gott. Then they go on some wacky weed adventure with boring storytelling. While some depressed Bible thumper commits suicide. Life is strange in a nutshell. Es gab keine nackten Frauen. Ich wurde so wütend. Ich flog in die Antarktis und warf das Spiel in einen Vulkan, der explodierte. Der 4 Billionen Pinguine getötet hat und ein Pelikan, der bekannt war für seine rare Spezies, die fast aussah wie Bob Dylan. Wenn er ein Asiate mit einer fetten Stirn wäre. Wenn du dieses Review nicht hilfreich findest, dann wählst du wahrscheinlich Donald Trump. Was geht mit denen? Hier diskutieren gerade Leute darüber, warum das Spiel von manchen Leuten gehasst wird und einer sagt, es hat einfach den Hipster Indie-Bullshit in sich. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Oh. Und jemand mag nicht, wenn Chloe Heller sagt. Das sind die besten Stellen. Hellas, hell, hella, post, hella, hella. I hate that word, no offense. In einem Forumsbeitrag geht es darum, ob Max hetero oder eine Lesbe ist. Und hier sagt einer am 24. März, also bevor die ganzen anderen Episoden überhaupt veröffentlicht wurden. Ja, also ich finde, Max ist auf jeden Fall hetero, weil die macht ja immer mit Wollen rum und ist total so obsessed mit dem. How are you? Here's your flash. Thanks. Und der Typ sagt auch noch, und ich habe echt nicht gesehen, dass Max irgendwie auf Chloe so antwortet, als Freund gesehen natürlich. Thanks, girlfriend. Der Typ hat einfach so recht und das schon einen Monat, nachdem die erste Episode veröffentlicht wurde. Super gay. Und dass sie halt echt am Ende zusammenkommen. Tja. Ich finde es aber immer noch super nice, dass einfach der Entwickler von Life is Strange zugegeben hat, dass er Prize Feature ist. Auf diesen Hate habe ich noch gewartet. Zuerst war ich damit einverstanden. Aber nun bin ich es nicht mehr. Ich habe gesehen, dass einige Leute den Entwicklern Nachrichten geschrieben haben und sie bedrängt haben, Chloe und Max in ein Relationship zu pressen. Selbst wenn du willst, es nicht zu tun, das macht mich wirklich wütend. Wenn sie das machen, darf ich mein Spiel zurückerstatten lassen. Ich habe es nicht gekauft, um so etwas passieren zu sehen. Obwohl ich männlich bin, finde ich homosexuelle Beziehungen nicht geil. Genau auf diese Scheiße gewartet. Und wer hat keinen Fick gegeben? Don't know. Oh mein Gott, es wird besser. Ich fange an, den Life is Strange Fandom zu hassen. Es ist gefüllt mit Frauen, die Männer hassen. Das ist lächerlich. Sieh dir das an. Okay, schauen uns das an. Oh, schade, nicht gefunden. Oh, im Prizefeed-Blog. Oh. Schreibt einer.
Also wenn du Price Fair schippst, dann hast du Männer. Mann, das ist nur ein bisschen homophob. Ich hasse keine Homosexuellen. Aber ich hasse es, wenn ein Charakter, den ich wirklich mag, und ich denke, dass sie hetero sind, und später finde ich heraus in dem Spiel, dass sie homosexuell sind. Ich finde, sie hätten das von Anfang an sagen sollen. Stopp! Stopp die Musik! Mach das Intro aus! Max steht auf Frauen, damit es alle Heterosexuellen wissen, damit ihr euch gar nicht erst versucht, mit diesem Charakter zu identifizieren. Okay, Musik wieder an, kann losgehen! Um die traurigen Gedanken von den blöden Hatern zu entfernen, schauen wir uns Pricefield an. Ich liebe Corgis und ich liebe Pricefield. Ah, das ist so cute. Das Arschherz ist wieder da. Und genug davon. Oh, das ist ja Horsey. Also danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch was in die Kommis, lasst ein Like da und abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bye bye, schicke Brat.